Ja, jetzt war hier gerade irgendwie das Video abgehackt. Jetzt ist hier gerade was. Hallo und seid nochmal herzlich willkommen. Ich muss direkt sagen, ich habe gerade unheimlich Bock auf diese Dose schwarze Bohnen, die ich mal bei Aldi gekauft habe. Und ich sehe gerade ein Video, was mit meinem neuen Beleuchtungsschirm erstellt wird. Denn tatsächlich habe ich mich ja oft darüber ausgekackt, dass es mir zu dunkel abends ist, um Videos zu machen. Ich hatte dann so eine LED-Ringbeleuchtung, die mir irgendwie nicht gefallen hat und mir zu viel Platz wegnahm. Jetzt habe ich mir so einen Schirm gekauft, der wahrscheinlich genauso viel Platz wegnimmt, aber da war wenigstens der Ständer bei und war dann ein bisschen billiger und man kann es ein bisschen kleiner zusammenstauen. Deswegen habe ich mir dann doch gekauft, um mich abends Videos zu machen. Draußen ist es stockdunkel. Die Nachbarn können sehen, wie hier so ein Idiot in der Küche steht mit so einem weißen Schirm hinter sich und ich präsentiere euch diese Milka Bubbly. Schreibt mir bitte mal was dazu in die Kommentare, ob ihr findet, dass das Bild irgendwie künstlich aussieht. Das wird wahrscheinlich jetzt öfter das Licht sein, was es dann gibt, wenn es draußen dunkel ist. Hauptsache, ich kann auch Videos machen. Die Cadbury Dairy Milk Bubbly Oreo ist ein kleines Kuriosum und ich muss direkt sagen, sorry, dass ihr die hier überhaupt seht, denn manch einer von euch weiß, dass ich mich, als ich in Budapest war, per Instagram darüber ausgekackt habe, dass es mich nervt, dass viele Leute Sachen zeigen, die man einfach in Deutschland nicht kaufen kann. Da frage ich mich so, scheiße, Mann, was soll das? Warum zeigt jemand den Leuten etwas, was, oh, das ist so geil, schmeckt so lecker, mir geht voll einer ab, oh, meine Unterhose ist nass. Aber es kann keiner kaufen. Was soll das? Das ist doch total bescheuert und das ist einfach nur gemein. Ich bin jetzt minimal auch gemein, wobei ich sagen muss, ich habe diese Schokolade in Deutschland gekauft. Trotzdem, ihr werdet sie vermutlich sehr schwer finden, wenn nicht so gut wie gar nicht. Ich zeige sie euch aber, weil eine lustige Geschichte dahinter ist. Und eigentlich geht es mir eher so darum, denn wie ihr wisst, ist mein Foodblog ja nicht nur ein reiner Foodblog, wo ich einfach nur da sitze und euch was in die Kamera halte und sage, kaufen, 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 kriegt ihr bei Rewe, kriegt ihr bei dieses. Mache ich nicht, ist nicht so mein Stil. Zwar manchmal auch, aber es gibt eben auch immer dieses Vlog so ein bisschen inzwischen, weil so ein bisschen Gelaber nebenbei. Und deswegen möchte ich euch jetzt die Story hinter dieser Cadbury Dairy Milk Bubbly Oreo erzählen. Und zwar habe ich neulich die Info bekommen von der werten Anne. Danke dafür, dass es in Dortmund diese Schokolade gibt an einem Minimarkt, hieß es, glaube ich, oder irgendwie so. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube Minimarkt hieß ja. Denn und die Story dahinter ist noch witziger. Es war wohl irgendwie, ich glaube, ein englischer Tourist in meiner Heimatstadt, der zufällig an diesem Kiosk war. Und man muss dazu sagen, dieser Kiosk ist jetzt nicht gerade in der allerbesten Wohngegend von meiner Heimatstadt und irgendwie ist jedenfalls dieser Tourist bei diesem Kiosk gewesen und hat bei diesem Kiosk diese Schokolade entdeckt, die so halt, er war glaube ich aus England oder sowas, die er halt von zu Hause kennt und so nach dem Motto, zur Hölle, der Kommentar war irgendwie, wieso finde ich hier an diesem Kiosk irgendwo woanders Schokolade, die aus meiner Heimat kommt? So, das ist die Message des Ganzen gewesen. Und irgendwie habe ich dann diesen Kommentar, habe ich dann diese Info bekommen, dass es da diese Cadbury gibt. Und dann sind wir irgendwie kurz später direkt hin und haben sie gekauft. Und deswegen sieht ihr sie jetzt hier. Und tatsächlich lag diese Cadbury mit einer normalen Cadbury noch und jeweils zwei, drei Stück da irgendwie in diesem Kiosk rum, wo es einfach auch so ganz viele andere Sachen gab, vor allem so türkische Produkte. Das ist ein typischer kleiner türkischer Supermarkt, wo es so allen möglichen Klüngelkram gibt. Und ich frage mich jetzt nach wie vor, wie kommt dieser Besitzer an diese Cadbury? Denn sie ist wirklich nicht irgendwie also auf Deutsch, das ist ein englisches Produkt, ist auch nicht mehr ganz so lange haltbar. Ne? Also die muss schon wirklich so ein bisschen länger da vielleicht auch liegen. Wahrscheinlich war er irgendwie im Urlaub und hat sich einfach ein paar gekauft und dachte sich, komm, stelle ich die doch hier in meinen Supermarkt oder so. Nee, Quatsch, hier. Die ist aus Holland, sehe ich jetzt gerade mal. Ich habe es auch gar nicht gelesen. Holländisch steht drauf. Hat er die aus Holland mitgebracht? Nee, die ist aus Holland importiert, sehe ich jetzt gerade. Hier ist nämlich ein weißer Aufkleber drauf. Also ganz verrückt. Wie kommt dieser Typ an diese Schokolade? Ich weiß es nicht. Sie lag jedenfalls aus. Und deswegen seht ihr sie jetzt hier und da ich sie, seht ihr sie jetzt hier und da ich sie eben in Deutschland gekauft habe, zeige ich sie jetzt euch einfach. Ja, man muss dazu aber sagen, dazu gibt es ein paar Tipps. Kaufland hat grundsätzlich, glaube ich, Produkte von Cadbury, aber jetzt nicht die unbedingt. Bei Karstadt Lebensmittel bzw. Karstadt Schokoladenkonfiserie, sowas haben wir ja auch. Habe ich auch schon Cadbury-Produkte gefunden. Ich denke mal so allgemein in solchen manchen Schokoladenabteilungen von Kaufhäusern. Könnt ihr mal gucken. Bei Rossmann gibt es die Cadbury Heroes. Da könnt ihr auch schauen. Diese Schokolade hier werdet ihr wahrscheinlich nicht einfach so finden. Von daher wirklich sorry, dass ich jetzt so ein bisschen, ich sag mal, mir selbst widerspreche. Aber ich möchte euch einfach, wollte euch einfach diese lustige Geschichte erzählen, von wegen die kleine Schokolade, die in irgendeinem kleinen türkischen Mini-Supermarkt gelandet ist. Über Holland, aus England, keine Ahnung. Finde ich einfach witzig.
Wir schauen sie uns natürlich trotzdem zusammen an. Gekostet hat sie 1,29, wobei das jetzt eben dieser türkische Mini-Supermarktpreis war. Das finde ich aber durchaus völlig angemessen, eigentlich schon fast zu günstig, weil war das wirklich 1,29? Ich habe den Preis für ihn abgerissen. Ich glaube, das war 1,29. Das kann doch gar nicht sein, dass die 1,29 gekostet hat. Ich glaube aber schon, eine normale Milka kostet ja schon 1,09 €. Und das ist hier Cadbury aus England. Also ist ein guter Kurs gewesen. 95 Gramm sind drin. Müsste hier irgendwo draufstehen. Habe ich gerade abgerissen. Hier, 95 Gramm sind drin. Und was haben wir genau? Steht hier wahrscheinlich irgendwo drauf. Jetzt kommt es wieder. Delicious Cadbury Dairy Milk Bubbly Chocolate with was? With Milk's Favorite Cookie. Wer ist denn Milk's? Wer zur Hölle ist Milk's? Ach so, da wird quasi die Milch als eine Person gesehen. Schätze ich mal, dass es so gemeint ist. Mit einer Personifizierung der Milch oder so. With Milk's Favorite Cookie Oreo. Wonder filled with a layer of Oreo Vanilla Cream and crispy Oreo Cookie Pieces. The bubbly chocolate melts into a smooth and creamy chocolatey taste you'll love. The best of both worlds. A smile in every bubble. Na, dann schauen wir mal, ob sie uns anlächelt. Die Cadbury Dairy Milk. Ich bin sehr gespannt, wie das Teil so ist. Na komm schon, ich will jetzt nicht hier gleich die ganze Tüte zerreißen. Leute, warum geht das nicht auf? Wenn übrigens irgendeiner von euch sie mal irgendwie woanders entdeckt hat, schreibt es mir doch bitte in einen Kommentar. Ey, was ist das denn? Ich muss euch was zeigen. Einen Moment. Tatsächlich habe ich mir heute, wie es der Zufall so will, die Milka Loufflé gekauft. Und es gehört jetzt beides zum Mondelez. Soweit ich gehört habe, soweit ich weiß, ob das jetzt ein Zufall ist oder nicht, weiß ich nicht, aber guckt euch das doch bitte einfach mal an. Ich meine, guckt euch das einfach mal an. Sieht genau gleich aus. Und ist jetzt nur ein bisschen breiter, die Milka. Aber man sieht durchaus, dass da irgendwelche Zusammenhänge sind. Ne? Mondelez, ja, Mondelez, Deutschland und so. Gut, die Milka Bubbly Oreo. Brechen wir sie mal ab. Oh yes. Ah ja, also unten Luftschokolade. Und oben dann so eine Art Creme mit Cookies drin. Da muss ich nochmal ganz kurz ein Foto von machen. So, schauen wir uns die einfach mal so. Klick, klick, klick. Ja, das ist immer so ein bisschen, ach, wisst ihr was, ich erspare euch das Desaster. Ich bin sofort wieder. So, Foto gemacht. Also wir haben unten eine Luftschokolade, die sieht auch wirklich genauso aus wie die Milka. Und oben die Creme mit so kleinen Schokostücken drin. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt gehofft, dass ein bisschen mehr so Oreo-mäßig drin ist, aber die Kombination sieht geil aus und es könnte natürlich auch sehr geil schmecken. Und das überprüfe ich jetzt einfach mal am besten, indem ich es absnacke. Mhm. Oh ja. Schön knackig, der Keks da drin. Oh, lecker. Und oben hat man die Creme. Ich möchte tatsächlich etwas revidieren. Dadurch, dass wir unten so viel Luftschokolade, kommt oben diese Schicht doch ganz gut zur Geltung. Man hat quasi Creme und ab und zu auch so Keksbunker, wie man hier sieht. Wenn man, ja, hier ist wirklich nur Keks an dieser Stelle drin. Geil. Das ist richtig schön knusprig. Mmh. Am meisten schmeckt man natürlich die Schokolade. Intensiv süß. Guter Schmelz. Wirklich auch fast original wie Milka. Und toll ist eben dieser Knack des Kekses. Gibt einen schönen Kontrast. Diese Milchcreme. Ich kann mal probieren, ob ich sie so einzeln raus abbekomme. Oh nee. Da war ich das ganze Stück. Hm. Lecker. Also, es ist keine Schokolade, Wo ich dann in der Ecke liege und denke, oh mein Gott, was war das? Aber die Cadbury Dairy Milk Bubbly Oreo ist eine leckere Schokolade. Sehr süße Schokolade. Also süß ist die Schokolade. Knackig. Diese weiße Creme ist für mich eher optisch. Ich finde jetzt nicht, dass man jetzt irgendwie so, ich schmecke Vollmilchschokolade und daneben schmecke ich noch weiße Schokolade. So ist es nicht. Nichtsdestotrotz, leckeres Teil und einfach nur eine kleine kuriose Geschichte, die ich euch dazu erzählen wollte. Sei mir nochmal verziehen, dass ich diese Ausnahme hier gemacht habe. Und demnächst gibt es wieder nur Sachen, die ihr kaufen könnt. So wie wahrscheinlich jetzt bald. Was hätte ich denn jetzt hier? Vielleicht die Mozartkugeln. Oh ja, ich habe noch Hunger auf Süßes. Ich
Ich wünsche euch einen schönen Tag. Vergesst nicht, das Video zu liken, falls es euch gefallen hat. Und natürlich das Abo. Das wäre super. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao.